kann man eine Woche schöner beginnen als mit Fußball an zwei Tagen nacheinander? Wenn es nach den Teilnehmern des Hoffi-Clubs und der Hoffe-Youngsters geht, eher nicht. Dementsprechend gut besucht waren das Fußballcamp und der Youngsters-Kick am Montag und Dienstag. Von dem Alter her hatten wir fast alles dabei. Der jüngste Teilnehmer war 6 Jahre alt, der älteste 17 Jahre. Es gab insgesamt 120 Teilnehmer, 90 aus dem Hoffi-Club, 30 von den Youngsters. Es gab aber noch viel mehr Anmeldungen, da musste dann am Ende das Los entscheiden. Die Resonanz war richtig gut und von daher war es, denke ich, eine rundum gelungene Veranstaltung. Spaß ist Grundvoraussetzung, dazu gab es Spiele zum Kennenlernen, Staffelduelle und kleine Trainingsformen. Und am Ende konnten die Kids das Gelernte bei einem Turnier anwenden, verteilt auf kleine Teams mit großen Namen wie FC Barcelona, Manchester United oder natürlich der TSG Hoffenheim. Natürlich ist irgendwie so das höchste Ziel bei jedem Training auch, dass es den Kindern und Jugendlichen Spaß macht. Aber perfekt ist es, wenn sie dabei auch noch ein bisschen was mitnehmen, ein bisschen was lernen. Und wenn man sich die Turniere am Ende angeguckt hat, konnte man das, glaube ich, gut sehen. Die Kooperation zwischen Hoffi Club und Hoffe Youngsters war ein Erfolg und bietet Club und den jungen Fans jahrgangsübergreifend neue Möglichkeiten für die Zukunft. Die Teams bestanden zum Teil aus Hoffi-Club-Mitgliedern und auch aus Youngsters. Einfach eine tolle Weiterentwicklung unseres Fanwesens. Die Anfrage war unglaublich groß gewesen. Wir hatten über 450 Anfragen und mussten eigentlich tüchtig auswählen. Und ich hoffe, dass einfach alle richtig viel Spaß hatten, Teamgeist mitgenommen haben, einfach das für das, was die TSG steht. Und weiterhin viel Spaß haben an unseren Events. Eine rundum gelungene Veranstaltung. Zusammen mit den Kindern freuen wir uns auf die Fortsetzung.